Ihr Tatort heißt Dunkle Zeit. Ja, wir leben in Zeiten von Linkspopulisten, Islamisten, Rechtspopulisten, von Trump, Brexit, AfD, G20-Gipfel in Hamburg. Ist die Welt aus den Fugen? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass gerade das Thema Angst, was ja die Wurzel oder die Herkunft all dieser populistischen Bewegung ist, ist ja eine gewisse Angst. Die wird eben zum Teil instrumentalisiert oder auch geschürt, um eben Machtgewinn zu haben. Diese Angst ist berechtigt, zum Teil. Zum Teil ist, wenn man dieser Angst begegnet und sich ihr, wenn man diese Angst annimmt, ist man schon zum Teil in die Maschen gegangen, sei es jetzt der IS oder der Rechtspopulisten in Europa, die ja zum Beispiel für sich beanspruchen, also das ist ja nach dem Motto, nach demselben Schema wie in den 30er Jahren, wie überhaupt Populismus funktioniert, funktioniert das ja hier auch. Es wird eine Angst geschürt, es wird gesagt, wir sind die Guten, wir sind das Volk, das fällt zum Beispiel in einem Tatort andauernd, dass die wissen, wer das Volk ist, um sich abzugrenzen. Und ich glaube, dass wir in einer wichtigen Zeit leben, die die Weichen stellen kann für das politische Klima der nächsten 20 Jahre. Deswegen ist es keine dunkle Zeit, sondern es ist eine wichtige Zeit. Ja, in Ihrem neuen Tatort wird ein Rechtspopulist getötet durch eine Explosion. Ist das ein AfD-Tatort, Herr Möhring? Nein. Es ist ja, deswegen werden wir gerufen, eine Mordermittlung. Jemand kommt zu Tode und wir sind dort als Ermittler tätig. So, das Setting, das Umfeld ist eben eine populistische Partei, in diesem Fall eine rechtspopulistische Partei, die natürlich gewisse Ähnlichkeiten hat mit populistischen Parteien, die sich in ganz Europa gerade bilden oder gebildet haben. Und natürlich gibt es da Parallelen zu auch Figuren, die Vorsitzende zum Beispiel, die aber, es bleibt aber eine Fiktion. Ne? Das ist nur das Setting für diesen Mordfall. Auf welchen Tatortstoff hätten Sie mal richtig Lust und warum? Natürlich ist ja die Bundespolizei auch für zum Beispiel Europacup-Spiele zuständig. Und ich würde natürlich unheimlich gerne mal am liebsten in meinem Lieblingsstadion, dem Westfalenstadion, ermitteln. Also das kann ich mir so von der Kulisse so toll vorstellen. 80.000 ausverkauft, einer ist eben, führt Böses im Schild. Und das macht auch die Bundespolizei, Großveranstaltung. Das wäre mal so ein Wunschtraum, vielleicht sogar ein Auswärtsspiel. Das fände ich super. Danke fürs Interview. Sehr schön.